Arnold, wie haben Sie das Spiel gesehen? War der 13-0-Sieg verdient für die Saarbrücker? Ich denke ja. In der ersten Halbzeit haben wir, wie ich finde, ganz gut mitgehalten. In der zweiten Halbzeit hat man klar gesehen, wer Herr im Haus ist, das 3-0 geht in Ordnung. Ja. Nehmen Sie das den Saarbrückern jetzt übel, als selbst Ex-Saarbrücker so geschlagen zu werden jetzt? Saarbrücken will einen der ersten beiden Plätze belegen. Demzufolge war es klar, dass sie gegen uns gewinnen müssen. Also, ja. Das ist doch ganz klar. Ja. Ihre Gegner sind sicherlich andere, gegen die sie sich, mit denen sie sich messen müssen. 12. Tabellenplatz war es vorher. Ist das so die Zielrichtung, die Sie vorhaben, jetzt auch Richtung Ende der Saison? Ich denke, wir müssen mal von Spiel zu Spiel gucken. Das war das vierte Spiel jetzt. Wir kriegen ein bisschen viel Gegentore momentan. Haben heute zum ersten Mal auch selbst kein Tor gemacht. Aber der Maßstab kann nicht Waldhof oder Saarbrücken sein. Ja. Ja, wir müssen immer mal vergleichen, wer wir sind und wer die sind. Das kann nicht der Maßstab sein. Ja. Ja. So, und insofern müssen wir ganz realistisch bleiben. Es werden auch Spiele kommen, wo wir punkten, wo wir gewinnen und die Ruhe bewahren. Ja. Dann willkommen zu unserer Pressekonferenz nach unserem offiziellen Heimspiel gegen Röchlingen-Völklingen mit den beiden Trainern. Herr Erhard, welches Fazit ziehen Sie aus dem Spiel? Also wir haben heute wiederum Lehrgeld bezahlt, das müssen wir eindeutig so festhalten. Wir hatten uns eigentlich etwas mehr vorgenommen. Wir wollten schon über 90 Minuten, wenn es geht, hier das Spiel etwas ausgeglichener gestalten. Die erste Halbzeit ist uns das noch ganz gut gelungen. Da haben wir eigentlich relativ wenig zugelassen. Vor allen Dingen die zwei Stürmer Schmidt und Behrens hatten wir eigentlich gut unter Kontrolle. Und das sollte eigentlich ausreichen, wenn die mal kein Tor schießen, dass man hier etwas mehr ins Spiel reinfindet. Allerdings haben dann andere im Defensivverbund nicht ganz so gut verteidigt. Es ist nicht normal, dass ein Mittelfeldspieler drei Tore macht. Das war aber heute so. Da hat man davor zu unkonzentriert gearbeitet. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob die erste Halbzeit war es auch möglich, noch ein Tor zu erzielen. Die zweite Halbzeit war das immer möglich. Nach den frühen Toren war das Spiel gelaufen und da kam auch kaum noch Gegenwehr von uns raus. Hat man schon den Luftverlust gespürt von der Woche. Es war etwas schade, dass die Tore zu früh gefallen sind. Ich hätte mir einen spannenderen Spielverlauf gewünscht, war leider nicht. Saarbrücken hat klar verdient gewonnen. Mehr gibt es auf meiner Seite nicht zu sagen. Vielen Dank. Dirk, welche Schlüsse ziehst du aus dem Spiel? Dass wir uns unsere Hausaufgaben gemacht haben, wir wollten das Spiel gewinnen, wir wollten es dominieren, wir wollten den Spielrhythmus bestimmen, das haben wir eigentlich geschafft. Wenn man natürlich sehr kritisch ist, muss man schon sagen, dass wir in der ersten Halbzeit zu viele einfache Ballverluste noch hatten, zu unkonzentriert in manchen Situationen waren, haben eine Torschance zugelassen, wo sogar der Ausgleich fallen kann. Andererseits auch in der ersten Halbzeit ist gerade der Tobi mit seiner Doppelchance mit Sicherheit die Gelegenheit gehabt, das 2-0 zu machen. Und in der zweiten Halbzeit haben wir es dann so gespielt, wie man das dann auch spielen muss und wie ich mir das auch dann wünsche, dass man die Ruhe hat, die Geduld hat, aber trotzdem immer im Kopf hat, irgendwann will ich nach vorne und das Tempo anheben, ja, den Gegner ein bisschen locken und dann das Spieltempo zu erhöhen. Das haben wir dann in der zweiten Halbzeit richtig gut gemacht, sodass wir auch viel Ballbesitz hatten, trotzdem viele Torschancen hatten, oben und hinten raus auch nichts mehr zugelassen haben und von daher Aufgabe erfüllt, alles okay, mal kurz sacken lassen bis morgen und regenerieren und dann geht es ab morgen Nachmittag zumindest bis relativ spät Richtung Freiburg. Vielen Dank. Gibt es Fragen? Horst. Ja, gut, dann fangen wir wieder an. Herr Höttner, es kam ja mit Mendy, kam jetzt heute noch einmal dabei, wo das Talent dann auch nicht so oft gespielt ist. Das ist so, dass man die beiden jetzt auch ausnimmt. Es gibt ja auch schon am Mittwoch das nächste Spiel wieder, das man da schon sieht. Da ist noch was hinten dran. Und Nachfrage gleich Auswechslung waren also keine ganzen Probleme. Alle sind wieder raus. Ja, es ist jetzt nicht so, dass ich nur wechsle, damit ich alle hier zufriedenstelle. Es ist schon so, dass wir heute einfach nicht mit Dreierkette spielen wollten, eben weil es nur mit einer Spitze spielt, dass wir da mit zwei Innenverteidigern auskommen. Wir wollten über den Flügel vermehrt kommen, das heißt die Flügel doppelt besetzen, mit einem Außenverteidiger, mit einem Offensiven und mit einem äußeren Mittelfeldspieler. Andererseits wollte ich trotzdem Dauschi im Zentrum halten, weil er halt, wie wir heute glaube ich auch alle gesehen haben, aus diesem Bereich immer wieder in den torgefährlichen Bereich reinkommt, hinzu kommen seine Standards. Und so mussten wir irgendwas was finden, was für die Mannschaft und für den Gegner heute am besten gepasst hat. Es gibt einem da recht und dass wir immer wieder in die Situation kommen müssen, wo man sein persönliches Ego mal hinten anstellen muss, das hatten wir heute
gerade in Person Marco Holz, der die letzten beiden Spiele wirklich gut gemacht hat. Aber das Spiel hat es heute hergegeben. Ja? Und Mittwoch wird mit Sicherheit wieder ein anderes Spiel sein, wo vielleicht diese Spieler dann wieder gefragt sind. Ich glaube, da waren wir bei. Mikrofon kommt. Einen Moment. Frage an Herrn Erhardt. Ich hatte vorhin mit einigen Spielern gesprochen, die haben gesagt, okay, Mannheim, Saarbrücken, das sind Bonusspiele für uns. Das heißt, vor dieser Woche haben nicht wirklich viele viel erwartet. Müssen die jetzt trotzdem ein bisschen die Mannschaft aufbauen oder ist das wirklich auch in der Mannschaft so drin, dass sie sagen, okay, das ist so in der Woche, die Spiele, da war nichts zu holen, gegen VfB sieht es jetzt anders aus. Müssen sie da jetzt auch psychisch nochmal ein bisschen Aufbauarbeit leisten und wie geht man jetzt in ein Spiel gegen VfB, wo man mit Sicherheit sich eher was ausrechnet? Also grundsätzlich ist das schon richtig, dass gegen Gegner wie Saarbrücken und Mannheim sich von vornherein nicht so viel ausrechnet. Allerdings nochmal, es ist schon so, dass wir einen engeren Spielverlauf erwartet hätten und das ist vielleicht das, was mich etwas stört und darüber werden wir reden, vor allem über die Fehler und dann müssen wir Kräfte sammeln. Also alles andere war von vornherein klar, wir fangen jetzt nicht an, uns zu zerlegen, weil wir jetzt gegen die zwei Gegner verloren haben. Wir können das einordnen und werden versuchen, am Mittwoch hier einen Punkt oder mehr zu holen. Das hängt allerdings auch stark davon ab, wie kräftemäßig dann im Spiel sind. Gibt es weitere Fragen? Dominik, ja? Du gehörst schon ein bisschen den Eindruck, dass Markus Wallmaster die ersten beiden Spiele, die er gemacht hat, vor allem gegen Markus Wallmaster, aber er hat den Eindruck, dass er die ersten beiden Spiele, die er gemacht hat, so ein bisschen hemmend war, noch ein bisschen seine Rolle gesucht hat. Heute war er, glaube ich, schon ein Tor, nur direkt bzw. direkt beteiligt. Das ist für mich auch ein Zeichen, so ein bisschen beruhigend, dass immer noch bei ihm da sind, die auf jeden Fall raus, dass auch mal nachbringen können, auch im Blick auf den Unterschied der Vergangenheit. Ja, wie gesagt, wir werden, ich habe es ja immer wieder betont, ein gewisses Spiel, gewisse Spielertypen brauchen. Heute, wie ich es gerade schon angesprochen habe, war halt ein Spiel, wo wir es auch in die Breite ziehen wollten. Und Obi hat erheblich einen Anteil heute daran, dass wir die drei Tore erzielt haben. Er war an allen drei Toren direkt oder auch indirekt beteiligt, hat es mit eingeleitet. Dementsprechend hat er ein gutes Spiel gemacht. Mit Sicherheit ist da auch noch Potenzial nach oben, da müssen wir auch nicht drum herum reden, aber ich denke für den Anfang jetzt nach zwei, drei Spielen, wo er mal wieder eine Pause hatte, jetzt längere Zeit heute gespielt hat, war das schon wieder ein guter Schritt und so wird die Saison immer wieder laufen. Ja, es wird immer wieder Spieler geben, die dann auf einmal gefragt sind, es wird auch eben schon angesprochen Spieler wieder geben, die nach guten Spielen auch mal draußen sind, eben weil der Gegner es gerade mal hergibt und wir glauben dann mit einer anderen Aufstellung die besseren Lösungsmöglichkeiten zu haben. Aber heute kann er selber, glaube ich, auch ganz gut damit leben und sehr zufrieden sein mit dem Spiel, was er gemacht hat. Noch Fragen? Dann euch viel Erfolg für Mittwoch gegen Stuttgart. Wir spielen in Freiburg und haben am Sonntag dann schon wieder das nächste Heimspiel hier gegen die Stuttgarter Kickers. Wir sehen uns. Schönes Wochenende. Thank you.